Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Fun Time. Und heute mit dem Lego City Magazin der Ausgabe Nummer 68. Das Ganze ist für 6,99 Euro erschienen. Also sprich 1 Euro mehr als der reguläre Preis. Wir haben hier unser Polizist mit Jetboot. Der wurde uns ja angekündigt, aber schaut mal, hier unten hängt noch ein zweites extra dran. Auch ein Polizist, bestehend aus 20 Teilen. Und dieses Teil, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ist für unter Wasser, also ist halt ein Polizist im Taucheranzug. Das Schlimme ist hier, ich weiß gerade wirklich nicht, wie es heißt, aber... Also ich weiß, wie es heißt, es fällt mir gerade nicht ein und ich bin mir hundertprozentig sicher, sobald ich später mein Video hier auf Stopp mache, weiß ich wieder, wie es heißt. Aber ich glaube, das kennen wir alle, dass wenn wir ein Wort nicht wissen, es uns dann einfällt, wenn alles vorbei. Naja, wie gesagt, wir können später auch mal ein bisschen drüber diskutieren. Regulärer Preis, wie schon erwähnt, 5,99 Euro. Hier bezahlen wir 6,99 Euro. Dafür hängt ein zweites Extra mit dran. Sprich, ein Euro mehr, dafür ein Extra mehr. Findet ihr es gut oder findet ihr es nicht gut? Ich glaube, bei City haben wir diese Aktion schon insgesamt ein, zweimal vorher schon gesehen, dass der Preis leicht angehoben wurde, dafür ein zweites Extra mit dran hing. Also speziell Lego Extra, nicht Booster oder sonstiges. Dennoch, ich entferne jetzt mal die Extras und wir schauen uns hier einmal alles in Ruhe an. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die beiden Extras entfernt haben. Ja, ihr seht richtig, wir haben hier eine Beschädigung am Magazin. Woher kommt das? Ganz einfach, wir haben hier unseren Papier-Polybag. Der war mit Kleber befestigt, so wie hier unser älteren Polybag. Der war auch mit Kleber befestigt, aber das Lustige ist, mit anderem Kleber. Also zweimal dieser aufgetragene Kleber, der hier ließ sich super leicht lösen. Ja, und hier definitiv ein anderer Kleber drunter, der hat leider das Heft beschädigt. Wie gesagt, hier haben wir das ältere Extra, das gab es schon mal an einem Magazin. Namen fällt mir gerade nicht dazu ein, ist auf jeden Fall der Polizist. Hier bestehend aus 20 Lego-Teilen ab 5 plus für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr der Kleinteile. Ich denke mal, den werde ich ganz am Ende auch nochmal aufbauen. Also über Stop-Motion. Hier werde ich nicht noch einmal speziell drauf eingehen. Dafür aber unser neues Lego Extra, das was auch beim Magazin Nummer 68 angekündigt wurde, also unseren Polizisten mit Jetboot, bestehend aus 28 Teile ab 6 plus. Auch hier dasselbe Spielchen für Kinder zwischen 0 und 3 Jahre, nicht geeignet, Erstickungsgefahr der Kleinteile. Den schauen wir uns auf jeden Fall später nochmal in groß an. Kommen jetzt zu unserem 7 Euro Magazin. Klar, jetzt sehen wir erstmal ein bisschen mehr, wo wir die Extras entfernt haben. Spannende Rätsel, 14 Seiten Comic, 2 Poster, dann was richtig Cooles, heißt hier nur Bösewicht oder Polizist, werden wir auch gleich sehen. Aber wir schlagen das Ganze einfach einmal auf und wie gesagt, linke Hand, ja, was wir kennen, Ninjago-Werbung, heißt Klettermesh, rechte Hand, Inhaltsverzeichnis. Vorab wieder so eine kleine Aufgabe. Im Heft verstecken sich 3 gelbe Handschellen. Die könnt ihr raussuchen und die Nummern hier eintragen. Ansonsten ein ganz normales Inhaltsverzeichnis, etwas anders diesmal aufgebaut. Wir fangen an mit unserem Extra und so wie wir es bei den City Extra gewöhnt sind, bekommen hier unsere Minifiguren einen Namen. Ist in dem Fall der Jojo Jenski. Ja, wie gesagt, die Namen sind wirklich immer sehr toll gewählt. Hier sehen wir, Bauanleitung ist mit dabei. Einmal für unser Jetboot und einmal halt für Jojo selbst. Auf jeden Fall ein sehr cooler Torso-Print. Was ich cool finde, ist, dass wir hier auf jeden Fall nochmal so eine Rettungsweste bzw. Schwimmweste mit dazu bekommen. Was ich echt schade finde, ich sag's mal vorab. Auch hier bekommen wir wieder leider keine Frisur mit dazu, sondern nur einen Helm. Dann beginnt unser Comic ab Seite 6, was ich ja hier überspringe. Wir kommen dann zum ersten Rätsel. Das Ganze nennt sich Was läuft? Haben wir ein kleines Rätsel gemischt mit der Gerüchteküche. Gefällt mir diesmal nicht so ganz gut. Haben sie auch schon mal besser aufgeteilt, unterteilt, sagen wir es mal so. Das nächste Rätsel, so Seiten kennen wir auch, immer diese Doppelseiten. Hier geht es natürlich um die Vermarktung eines Sets und zwar Hafen mit Frachtschiff, bestehend aus 1226 Teile. Zwei Sachen sehen wir diesmal wieder nicht. Einmal die Lego-Set-Nummer sowie die unverbindliche Preisempfehlung, ist aber hoch angesetzt, ist aber dafür auch jede Menge drin. Haben wir auch schon ein, zweimal ein Review
Review dazu gesehen. Sieht auf jeden Fall mal nicht verkehrt aus. Und wenn wir da einen manilischen Rabatt drauf kriegen von um die 30%, was definitiv bei diesem Set machbar ist, denke ich mal, ist es auch wirklich lohnenswert. Ansonsten hier jede Menge kleine Rätsel rund um unser Set. Dann eine Sache, was mir eigentlich relativ gut gefällt. Wir haben hier mal nach langem wieder etwas drin, was sich Basteln nennt. Und zwar sehen wir hier unsere heutigen zwei, sage ich einfach mal, Hauptcharaktere. Natürlich Jojo und hier der Bösewicht bzw. die Gaunerin. Ja, und hierbei geht es auch so ein bisschen um Pappaufsteller. Daher hier ein Bastelspiel. Zeigt das Ganze mal so. Hier steht erstmal, was wir brauchen. Schere, Kleber etc. Also nichts Besonderes. Und dann können wir das von der Rückseite ausschneiden. Hier leider alles in Papierform. Sprich, hier geht es darum, dass ihr noch eine alte Klopapierrolle braucht, die ihr anmalt. Und noch ein bisschen Pappe mit dazu. Finde ich persönlich ein bisschen schade, warum sie nicht hier einfach so einen Pappeinleger gemacht haben. Das haben wir früher schon mal gesehen. Sag ich mal, besonders bei Ninjago. Dann konnte man die Sachen direkt ausschneiden, Kanten und zusammenkleben. Also hier nochmal Sachen dazu suchen. Naja, nicht ganz so toll. Dennoch, die Grundidee ist auf jeden Fall mal gut gemacht. Dann kommen wir zu unseren Wendeposter. Haben auf der einen Seite sehen wir aktuelle Jetboote. Unten zweimal die Polizei. Oben zwei normale. Das sind die Wellenreiter, so wie es auch in der Mitte steht. Sieht auf jeden Fall mal nicht verkehrt aus. Haben sie auf jeden Fall mal schön designt. Und dann ein Poster zu unserem heutigen Lego Extra sicher und schnell. Hier unser Jojo nochmal dargestellt. Natürlich einmal einzeln, so wie wir es kennen bei den Lego City Magazinen. Also sind beide City-gerechte Poster, muss man sagen, wie es ist. Einmal Werbung für das Abo, 12 Ausgaben bei Blue Ocean selbst, abonnierbar das Ganze hier. Dann haben wir hier nochmal ein Rätsel, keine Spur von DJ, so nennt sich das Ganze. Ist auf jeden Fall auch wieder relativ gut gemacht und ich finde auch die Rätsel passen heute diesmal wirklich wieder echt super zu unserem Comic. Das ist ja nicht immer so der Fall, manchmal wirkt das Ganze etwas zusammengewürfelt, aber diesmal hat wirklich alles einen schönen, wie sagt man, eine schöne Linie und es passt wirklich gut zusammen. Hier das Ganze nochmal Strudelalarm. Ja, einfach nur die richtigen Wege herausfinden. Also auch, wie soll man sagen, hier wird wieder nichts Neues erfunden, dennoch alle miteinander gut gemacht. Dann kommen wir hier zum letzten Rätsel. Verschlossene Türen nennt das Ganze sich. Wir sehen wieder hier unten einfach die Steine zuordnen. Halt auch hier wieder zwei kleine Rätsel in Spielform mit eingebracht. Apropos Spiel, in dieser Ausgabe ist auch kein Spiel mit drin. Wirklich diesmal nur Comic, Rätsel und was zum Basteln. So, jetzt haben wir dann hier noch zwei Seiten Comic und dann kommen wir zur Vorschau von der Nummer 69. Das Ganze wird dann so aussehen. Wir bekommen am 30. August die Nummer 69 und bekommen Löscheinsatz auf dem Turbo Quad. Das Ganze sieht dann so aus, bekommen wir eine Feuerwehrfrau auf einem Quad. Und im ersten Moment sieht das für mich aus, als wäre hier das vordere Teil falsch rum drauf geklippt. Aber werden wir uns dann dementsprechend am 30. August ansehen. Dann heißt es auf jeden Fall mal wieder Einsatz für die Feuerwehr. Ich habe ja echt gehofft, dass wir noch die dritte Minifigur von der Space-Serie bekommen. Jetzt nächstes Mal erstmal Feuerwehr. Vielleicht bekommen wir sie dann noch danach. Aber wie gesagt, das werden wir alles am 30. August herausfinden. Auch ob wir wieder ein zweites Extra mit dazu bekommen. Apropos Extra, wir kommen zu unserem heutigen Extra. Unser Jojo Jetski mit seinem Jetboot. Wir starten erstmal mit dem Jetboot. Wir haben hier 28 Lego-Teile. Wir haben hier eine übersichtliche Bauanleitung in 12 Bauschritten unterteilt. Man muss wirklich sagen, die Auswahl der Steine, finde ich, ist grandios. Wir haben hier wieder dieses Neongelb. Ich weiß nicht, ob die Kamera es wirklich richtig einfangen kann. So richtig schön quietschig Neongelb. Mir gefällt einfach diese neue Farbe. Dazu noch ein bisschen Blau, Grau. Alles passend zu einem Jetboot der Polizei. Wirklich sehr schön gemacht, sehr schön getroffen. Auch wieder viele große Steine mit dabei. Und es ist alles an dem Boot dran, was einfach an so ein Polizeiboot rangehört. Zu unserer Minifigur Jojo. Hier haben wir eine dunkelblaue Hose, leider ohne Druck. Dafür der Torso vorne wie hinten bedruckt und auch der Farbton, dieses schöne, quietsche, grelle Neongelb. Wirklich richtig klasse bedruckt. Dazu dann wieder blaue Arme, graue Handschuhe. Was ich dann wirklich klasse finde, dass wir hier diese Orange
orangene Schwimmweste mit dazu bekommen oder Rettungsweste, je nachdem wie ihr sie nennen wollt. Sein Kopf leider nur eine Gesichtsseite bedruckt. Zudem bekommen wir noch einen weißen Helm mit transparentem Visier. Wie schon erwähnt, sehr schade, dass wir hier keine Frisur mit dabei haben und auch wieder schade, dass wir hier nur eine Gesichtsseite bedruckt haben. Dennoch ein recht cooles Extra, bestehend aus 28 Lego-Teilen. Und dann fasse ich hier nun einmal kurz zusammen, was wir heute hier gesehen haben in unserem Lego City Magazin, der Ausgabe Nummer 68. Das Ganze ist erstmal für 6,99 Euro erschienen. Wir bekommen hier das Lego Extra Polizist mit Jetboot. Das, was auch angekündigt wurde für die Nummer 68. Zudem ein zweites Extra, wo mir weiterhin nicht der Name einfällt. Ein Polizeitaucher mit passendem Fahrgerät, bestehend aus 20 Teilen. Wie gesagt, da kann man echt drüber diskutieren, ob es wirklich gut ist, dass wir für 1 Euro mehr ein weiteres Lego Extra erhalten oder ob es wirklich schade ist und wir ein altes Lego Extra in Anführungsstrichen wieder aufgezwungen bekommen, wenn wir die aktuelle Ausgabe haben möchten. Ich persönlich finde es mal in Ordnung, für 1 Euro mehr einen ganzen Lego City Polybag extra dazu zu bekommen. Und natürlich auch bleiben wir passend im Thema Polizei. Dann im Magazin diesmal ein sehr cooles Comic. Dazu jede Menge spannende Rätsel und was mir gut gefällt, nach langem mal wieder etwas zu basteln mit dabei für Jung und Alt. Zudem zwei Poster, auch hier auch nur ein Wendeposter, aber auch wieder citygerecht und toll gemacht. Dementsprechend meiner Meinung nach diesmal wieder eine richtig gut gelungene Lego City Ausgabe rund zu unserem Polizisten, den wir heute dazu bekommen haben. Beziehungsweise ja diesmal direkt zwei. Aber ihr wisst, alles was ich hier im Video sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von unserem Lego City Magazin der Ausgabe Nummer 68. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hoggie.